Aber hey, wir sind bei 20 Leben, ey. Der Run ist ja richtig, richtig gut bisher. Yay! Und los, auf schwer! Let's go! Level 1, 2-4 Mystery House. Oh, ne, der Name lässt was Gutes vermuten, wollte ich sagen, aber... ist es, glaube ich, nicht, nein. Okay, Achtung, Goomba! In die Pipe. Okay, vielleicht doch gut, weil es doch nicht dunkel ist. Und... ist das so ein Mansion-Level sozusagen? Wieso war da unten im Pfeil? Okay, das ist jetzt ein Key? Hä? Hier nicht. Komme ich da wieder rein in die Pipe da oben oder was mache ich hier? Oh, da komme ich rein, ja. Okay, okay, dann mal wieder zurück in die... okay, was haben wir hier? Nix. Oh doch, ein Waschbären. Hä? Okay, damit komme ich aber zurück in die Pipe. Aber was mache ich mit den Waschbären? Kann man da was kaputt machen? Okay, nochmal. Da oben hat es eine Key Door. Ah, da müssen wir hoch, okay. Kommen wir auch ohne Waschbären hoch, oder? Ja. Sehr komisches Level. Wieso war da ein Waschbär versteckt? Fliegen wir mal da hoch. Okay, immer noch verwirrt. Was machen wir da? Nehmen wir den mal mit. Wieso war da ein Waschbär versteckt? Immer noch richtig verwirrt. Nein, Mano. Okay, in die Pipe, hä? War ein anderer Raum, wieso? Sehr komisch das erste Level, muss ich wirklich sagen. Sehr, sehr, sehr komisch. Schauen wir mal. Gab es hier nicht irgendeinen Trick? Ich glaube, es ist so nämlich gar nicht machbar. Da haben wir einen Trick raus. Geduckt laufen ist es. Okay, einen verlieren wir leider trotzdem wahrscheinlich. Naja, lass mal den Buch schon mal da. Diesmal wissen wir, geduckt laufen ist das Ziel. Aber... ach ja, ich könnte mir bessere Wege vorstellen, ein Level zu spielen. 10, 9, 8, 7 und wir sind durch. Nicht mal ein Leben! Level hat zu Recht einen Buhl gekriegt. Was für ein Level. Mario Rova Bankos? Schauen wir mal. Von was ich nichts verstehe. Okay, 3 Goombas kaputt machen. Leider alle auch. Da war ein Auto da drüben. Da haben wir die 3 Goombas. Okay. Ah, wir machen uns den Weg frei. Münze Nummer 1. Die machen wir alle kaputt, aber wieso? Naja. Almos Kenneth, wo ich? Runter hier, schnell, schnell, schnell. Okay. Sehr komisches Level bisher. Die Münze nehmen wir noch mit. Nach oben. Warten wir, bis der geworfen hat und dann gehen wir schnell durch. Will nicht auf unsere Höhe werfen. Oh, wir haben unser Ding verloren. Eine Münze fehlt noch. Ist sie hier unten? Da ist sie. Oh Gott. Okay, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, Freunde. Nein! Nein! Ich will den in die andere Richtung kicken, so. Oh Gott, nicht. Oh, ich hoffe, das reicht jetzt. Kommen wir da unten raus? Wir können das eindeutig cheesen. Wir könnten jetzt schon darunter gehen. Die Bombe dazu nutzen. Es war ganz einfach so.
Weil wir nehmen alle Münzen mit, vielleicht kriegt man nochmal ein Leben zusammen. Okay, alle, also die eine hier. Okay, fast alle. Ne, wir nehmen. Ach komm. Wir machen uns die Mühen und holen die noch. Und einer da drüben bleibt. Eine lassen wir zurück für Schatzjäger, die die Kammer hier untersuchen wollen. Wir lassen noch mehr zurück, wir haben genug Leben. Da kann noch meins raus, whatever. In die Pipe. Oh, da kommt eine Bombe runter. Das war's schon. Nice. Japano. Oh je, die sind meistens immer ein bisschen hardcore. Hoffentlich wird es gut sein. Propeller nehme ich gerne. Oh, den Reichelanzug nehme ich gerne. Wir nehmen die Feuerblume, das ist nämlich Cheese Bar. Mit einem richtigen Twirl. Kommt mal darüber. Ein Hoch auf den Käse. Nice. Level 5 mit 18 Leben. Hier, wir sind echt stark heute. Okay, was haben wir hier? Ganz viele Münzen. Ist, oh, da sind dazwischen auch Blöcke. Ist irgendwo ein Schlüssel wahrscheinlich versteckt, oder? Also versteckt in Anführungszeichen. Noch ist ja alles offen hier zu sehen. Da hammern. Kann man da noch hoch irgendwo? Und eine nackte Pipe. Also Achtung, Achtung, wir kommen irgendwann zum Anfang zurück. Oh, sind da mehrere Schlüssel? Noch einer, ja. Oben einen ausgelassen. Reichen zwei? Gucken wir mal. Eins, zwei, ja, zwei reichen. Hier hat es eine Spring. Da hat es ganz viele andere Springs. Gehen wir mal hier hoch. Okay, finde den versteckten Block. Das Level. Vielleicht da hier einfach hoch. Oh, da ist er. Sehr viel Glück gehabt. Aber was ein schlechtes Level. Nehmen wir Yoshi mit. Nein, den hätte ich gern behalten, um da hoch zu springen. Was passiert hier? Steht es einer von euch? Hier, da unten gehen wir nicht lang. Können wir Yoshi mitnehmen? Ich glaube leider nicht. Nee, das reicht nicht. Also gut, dann durch die Pipe ohne Yoshi. Noch mehr Hot Garbage. Danke fürs Aufmachen, Bruder. Hier können wir ein Leben holen. Ah, nur zwei Leben leider. Naja, besser als kein Leben. Und die gelbe Pipe nehmen wir nicht. Wir haben gesehen am Anfang, die gelbe führt zurück. Wir nehmen grün. Aha, nicht zurück. Aber die Lava, nein, was macht der? Warum baut man sowas, Manu? So, also wenn uns jetzt noch was irgendwas in die Hose geht, dann weiß ich auch nicht. Wie knapp waren wir vorm Ende gerade eben? So knapp. Aber hey, wir sind bei 20 Leben, ey. Der Run ist ja richtig, richtig gut bisher. Level 6 mit 20 Leben. Oh, Freunde. Spiny Swamps, A New Hope. Das Level klingt auch sehr gut. Den haben wir schon mal richtig gut gewählt. Gucken wir mal, ob das auch gut bleibt. Power up. Oh, one up. Okay. Oh, je. Yeah. Yeah. Oh, war das eng. Nein, ach Manu. Ach Manu. Ich dachte irgendwie und nein, nichts habe ich gedacht. Und Checkpoint, yes. Nochmal ein Leben, jetzt haben wir drei schon. Jetzt brauchen wir keins mehr. Oh. Bestimmt beabsichtigt, dass es so eng ist. Den brauchen wir nicht mehr. Festheben, nein. Oh, ich bin so gut durchgekommen. Oh, guck mal, wie viele den Fehler gemacht haben. Okay, ja. Yes, kein Leben verloren. Wieder bei 20. Oh, Junge. Basement of the Building. Ein bisschen Sorgen mache ich mir, ja. Was haben wir da oben? Oh, leider kein Secret. Schade. Wäre doch cool gewesen jetzt.
Naja. Ohoho. Zum Glück war ich nicht ganz an der Wand. In die Pipe. Türe. Okay, jetzt ins Basement von diesem Gebäude. Ich verstehe. Okay, jetzt, wo wir hier im Keller sind, müssen wir unser Timing beweisen. Locken wir erstmal den Buch hier rüber, der ist ja da richtig im Weg sonst. So, da passt es besser. Okay. Boah, jawohl. Und runter. Ja, hier drücken, es müsste ausreichen, oder? Jawohl. Machen wir den Weg auf, Bruder. Und runter schnell. Macht uns der den Weg auf? Wir warten hier einfach. Ups. Naja, ich hoffe, dass der uns lange weit genug runtergräbt. Auch wenn es ewig dauert. Geht's noch tiefer? Geht's noch tiefer? Nee, der ist ganz schön angekommen. Ich hoffe, da ist eine Pipe. Bitte. Wir hätten den Panzer leider behalten müssen. Kommt da noch einer raus? Und da kommt noch einer raus. Okay, dann ist das doch machbar. So, und runter. Leider habe ich meinen Pilz verloren. Hello, darkness, my old friend. Nein, den Checkpoint. Nein. Och, Boom Boom, kooperier doch mit uns. Nein, diesmal holen wir uns den Checkpoint. Jawohl. Was haben wir hier? Vielleicht was Verstecktes? Wieso sind denn so viele Goombas? Oh, Power Up. Oh, cool. So, diesmal Boom Boom. Dir geht jetzt richtig an den Kragen, mein Freund. Oder auch mir. In die Türe. Halt, nach oben. Jawohl. Nimm mich mit hoch. Wir fahren Aufzug, weil wir Aufzug fahren. Da kommen viele Plattformen. Kriegen wir noch ein paar Leben hier vielleicht? Frisch Münzen. KMP Switch. Den drücken wir aber nicht, da kommen die Dinger da oben runter. Und Power Up. Okay, wir drücken ihn aber erst hier an der Seite. Oh. Oh Gott, in die Pipe. Durch die Türe. Okay, jetzt kommen wir da oben raus. Achtung, Goombas. Der hat einen Key gehabt. Jetzt rauben wir den Arm Goomba aus. So, der hat auch einen Key gehabt. Nice, in die Türe. Leider kein weiteres Leben mehr. Gucken, ob wir das hier noch kriegen können. Bei der Blume springen, und zwar jetzt. Ja, immerhin. Zwei sind wir bei 19 wieder. Besser als, weniger. Level 8 mit 19 Leben. Japanese, ach nee. Oh Gott, 3D World. Bin ich nie richtig gut drin. Weltrekord, 3 Minuten. Yay, yay. Okay. Dann nehmen wir ein paar Münzen mit. Wir brauchen die. Der Run könnte nämlich sehr gut werden heute. Wir lassen die schönen Mäuse am Leben. In die Türe, Pipe. Jetzt verwechsel ich die immer. Haben wir rechts irgendwas? Ja, da kommt. Ist das Bonus? Oh, sieht nach Bonus aus, okay. Ja. Yeah. Die Münze da unten bleibt da. Weil, warum nicht? Komm, hier eine Katze. Oh, ein Pilz immerhin. Wieder keine Katze, schade. Oh Gott. Das war knapp auf jeden Fall. Checkpoint. Ja, das ist der Part ist eigentlich nicht so gut. Sieht man auch an den ganzen Xen, die da sind. Aber ein bisschen Konzentration, dann geht es auch. Schön den Fall abfedern mit einem Twirl, dann fallen wir nicht so tief. Okay, ja.
Wir nehmen uns die Zeit. Langsam aber sicher kommen wir ans Ziel. In die Kiste. Okay, ja, die brauchen wir nicht, die Blowies. Oh Gott. Müssen wir schneller sein als die Dudes hier, oder? Nee, müssen wir nicht. Wir haben sie kaputt gemacht. Oder wäre bestimmt was gewesen. Kann ich wieder zurück? Nochmal zurück, Freunde. Gucken wir mal, was dieser Schaft hier zu bieten hat. Da muss doch irgendwas drin sein. Jawohl, die dicken Münzen für die Fans. Noch ein Leben bitte? Vielleicht? Ja, ja, joi. Yes, in die Pipe. Was ein gutes Level. Auch die Feuerblume, das ist natürlich richtig stark jetzt. Oh, oh, schnell durch, dann können uns die nichts anhaben. Oder vielleicht doch. Aha, ins Gesicht geschossen. Kommen wir da durch? Vielleicht mit P-Speed. Jawohl. Okay, hier müssen wir auch durch, aber... Wenn wir uns beeilen, kommen wir so durch. Jawohl. Nicht nach oben am besten. Oh doch, wir wollen nach oben, wie es aussieht. Okay. In die Box. Müssen wir uns hiermit nur noch den Weg frei machen? Ne, mit den Bomben, okay. Ja, doch, das ist machbar. Oder auch nicht. Die sind so schnell kaputt gegangen. Manu. So, diesmal vielleicht ein bisschen besser. Die waren überhaupt nicht gut. Die auch nicht. Die laufen in die falsche Richtung, die dummen Dinger. Okay, wir machen es lieber mit den Dingern hier, mit den Raketen. Oh, das kann gut sein. Ja, ja. Nein! Ach man, was ein tolles Level. Nein, schon wieder direkt gleich wieder verloren. Diese Stelle ist so doof. Diesmal nicht denselben Fehler wie immer machen. Der Kick hat nicht funktioniert. Wir nehmen uns die Zeit ganz gemütlich. Oh, hast du den selben Fehler gemacht wie sonst immer. Oh, jawohl. Ja, egal. Ja, ja, ja. Komm, die läuft da selber hin. Nicht ganz, nein. Nein, oh Mann. Ich hab die doch gar nicht berührt. Lass mich raus hier. Das Level war ja da rein. Eigentlich war es echt ein gutes Level, aber das Ende war wirklich. Aber gut, wir rappen uns wieder auf. Level 9 mit 13 Leben. Und Speedrun und der so anfängt, gleich ein Buh. Wie viele da kaputt gehen, so fängt man kein Speedrun an. Stimmt an sich kein schlechtes Level, aber wenn man so einen Speedrun anfängt. Dann will man, dass die Leute kaputt gehen. Auch hier wieder. Naja, das hätten wir sehen können, aber. Ich glaube, ich war zu langsam tatsächlich. Wäre ich nicht gewesen, aber sowas ist einfach Quatsch. Soll nur noch nach rechts und den Power werfen. Und raus hier. Was ein. Naja. Naja. Level 10 mit 9 Leben. Okay, ja, sieht doch schon mal ganz nett aus. Wollen wir uns einen Zehner holen, oder? Wahrscheinlich kommen wir von hier schon darüber. Ja, so auf jeden Fall. Und hier, keine gute Einheit. Ach komm, das war richtig Pech. Kann man nicht berühren, schade. Zurück wollen wir auch nicht mehr. Nee, nee, nee. Okay. Sachen und Tracks, die spawnen leider nicht. Also Nummer 9. Da wollen wir wahrscheinlich dann auch wieder runter. Hoffe ich doch. Boah, eigentlich ist egal. Wie es aussieht. Ah, ich habe extra geduckt.
sagen YOLO, wenn hier nicht, wann so, wann sonst. Okay, ja, wir haben es überlebt. Den Stern immer mit. Hello, darkness, my old friend. Und das ist der traurigste Moment in Mario Maker History. Nee, ach man. Und jetzt bitte Checkpoint und nicht so ein Quatsch da wie gerade eben. Das war ja richtig blöd. Was machen wir hier? Gar nichts, wir gehen in die Türe. Und Level geschafft. Ja, das hätte besser durchlaufen können, eindeutig. Aber naja. Level 11 mit 8 Leben. Sah schon mal besser aus. Und Japan. Mal gucken, ob Japan uns den Run versaut. Definitiv, weil Kopf über, wer macht sowas? Okay, es ist machbar. Okay. Der Punkt war gemein, weil man nach oben drücken muss zum Ducken. Oh, ich hasse diesen Sprung. Wir haben es geschafft, aber gut war das nicht. On or off? Wieder von Japan. Okay, on eindeutig. Okay. Nee, werde ich das riechen können. So, und jetzt hier hoch und runter. Yes. Hier schalte ich um, okay. Oh Mann. Den lösen wir aus und hier einfach schnell durch. Ja. Und raus hier. 3 Leben noch, aber immerhin besser als keins. Run hat so gut angefangen und die letzten 5 Level waren alle richtig, richtig. Blech. Wiggler Hive. Okay, wir müssen das Ziel mit einem Powerblock erreichen. Okay, einmal hier durch für den Yoshi. Nee, den kriegen wir so auch nicht. Wo ist der da vorhin? Wieso ist der nicht auf dem Block gelandet? Nee, der schlüpft nicht, weil da hinten rechts 2 schlüpfen. Okay. Das heißt, erstes Ziel ist, Yoshi zu bekommen, indem wir hier schnell genug den Schalter drücken. So, müssen einmal drücken. Vorher doch, jetzt schnell drücken. Nee, jetzt schnell drücken. Falsche Richtung. Schnell drücken. Jawohl. So kriegen wir Yoshi und so können wir auch den Peaswitch nehmen. Was machen wir aber damit? Damit könnten wir theoretisch in die Türe reingehen, nachdem ich den Wiggler gegessen habe. Können wir den essen? Nee, können wir nicht. Da ist der Pau, okay. Kriegen wir so einen Schlüssel? Ja. Und ein paar Leben auch noch, okay. Nehme ich hin. Jetzt gehen wir auf den Peaswitch gleich in die Türe rein, wenn ich den da hochgelegt habe. Hoppla. Lass uns gut überlegen, wie wir den Schalter haben wollen. Hier rum ist sinnvoller. Aber wir müssen den Peaswitch aber aktivieren. Klappt dann in den Paul lieber rein. Okay. Ist der Peaswitch immer noch da jetzt, bitte? Ja, wenn wir schnell genug sind, können wir das auch so machen. Aber naja. Dann auf den Paul in die Türe. Ohne Yoshi auszusehen, aber ist egal, glaube ich. Wir aktivieren das Ding und sammeln hier unten den Power hin und geschafft. Yay, 3 Leben mehr. Let's go. Das war ein schönes Puzzle. Kling. Zurück bei 6 Leben und Level 14. Wer des Torch against the Cold. Okay, ja, klingt interessant, aber so ganz bin ich mir nicht überzeugt von. Ach nee. Aussieht müssen wir. Gib mir den Helm. Okay, wie so aussieht, müssen wir denn das Feuer durchbekommen. Oh Gott, okay, das nehme ich doch lieber das, ja. Bitte. Sachen und Tracks gehen zum Glück nicht weg. Heißt, wir haben genug Zeit. Aber der Wind macht mir echt zu schaffen. Oh Gott.
Das war ja... Okay, aber das Cape nehmen wir. Auch wenn es gemein war. Ich hoffe mal, unten ist richtig lang. Vermutlich. Ja, ist richtig. Hier warten wir. Und das Leben nehmen wir natürlich auch noch mit. Okay, vielleicht doch nicht. Ah, der Wind war gemein, aber hey, nochmal ein One-Shot. Silver an sich eigentlich auch. Ja, gar nicht mal so schlecht. 2-5. Ja, könnte recht haben, leider. Schauen wir mal. Nein, okay. Bisher ist es zumindest okay und nicht schlecht. Okay, ja. Leben? Nein, wahrscheinlich kriegen wir auch kein Leben in dem Level. Leider Gottes denken da die Leute nie dran. Was ist meine Aufgabe? Ach Mann. Wahrscheinlich warten, bis der kaputt ist, oder? Ne, der ist doch, genau, okay. Einfach rein da. Okay. Das war chaotisch, das kann ich euch sagen. Und meine Feuerblume und jetzt. Und die da oben schießen natürlich auch runter. Obwohl, die sind nicht im Bild, schießen die dann auch? Ja, doch, leider. Aber das ist kein Problem. Dem Ganzen können wir ausweichen von da oben. Klopf, klopf, klopf an die Wand. In die Türe. Und geschafft, jawohl. Leider keine Leben, wie ich vorher gesagt habe. Aber wir haben auch nur eins verloren. Also gar nicht so schlimm. Level 16 mit 5 Leben. Können wir das Level 16 noch schaffen? Dann wären wir von der ersten Seite runter. 10 Sekunden. Ja, japanischer Speedrun. Och man, wieso muss ich es jinxen? Das skippe ich. Das ist ja... Nee. Das hier. Grind. Speedrun. 20 Sekunden. Schöner Run auf jeden Fall, seid ihr Einzelner nicht verlassen, aber so ist das nun mal manchmal. Kann man nicht ändern. Nein, ich dachte schon, ich schaffe das im ersten Versuch und dann sowas. Och, Manno. Ach ja. Traurig, dass es so zu Ende geht. Aber gut, das Level knocken wir noch geschwind aus. Good luck. Mhm. Diesmal kann ich vielleicht ein bisschen was zu sagen. Die Sprünge sind nämlich sehr eng, aber machbar. Ich kann ihn versuchen zu konzentrieren. Und der Sprung ist ein bisschen komisch, weil es kein Fulljump ist. So, der Sprung ist komisch, weil er kein Fulljump ist. Ja, der Rest geht eigentlich. Ich frage mich, was hier unten ist. So mal da runter gehen sollte. Naja. So, und hier zum Schluss jetzt noch einfach diesen Sprung richtig machen. So einfach hätte sein können. So einfach hätte sein können. Naja. Aber war an sich wirklich ein sehr guter Run. Was sagt ihr? Ihr wollt mehr Endlos sehen? Dann schaut euch jetzt diesen Run an. Der hatte es wirklich in sich. Glaubt mir, da bin ich an meine Grenzen gekommen. Also verpasst ihn auf gar keinen Fall.